So, Hide, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich spiele gern Supporter, weil ich es geil finde, angeschrien zu werden. Ah, das ist dein Fetisch. Okay. Das ist toll, der Mobile Spiel. Das kann ich dir. Der okay. Bimbo das für erklärt Angst auch deine letzte Freundin. Okay. Ja, genau. Auch. Okay. So, und da sind wir auch wieder in der zweiten Folge des Bereichs MOBA. Immer noch mit Mephisto und Hide. Das war ein bisschen zu früh. Hallo! Das war, ja, wie wir das von Mephisto kennen, war er mal wieder zu früh. Unten fehlt's, genau. Du bist aber auch gut bestückt. Ja, das sind hier gerade alles Dota-interne Jokes. Ja, die rausgekommen sind, ohne dass ich nachgedacht habe. Wenn man spricht, ohne nachzudenken, kommt so ein Scheiß raus. Und der wird einem ewig vorgehalten. Spring. Bunnenpoppen. Genau. So, aber zum Thema zurück. MOBAs. Genau, MOBAs. Wobei ich jetzt auch sagen muss, für mich persönlich ist es doch ein Spiel, was man jetzt nicht zu lange in der Zeit spielen kann. So, jetzt kannst du deine Effekte aber auch wieder weglegen. Leg's in die Ecke und schäm dich. Gut. Das kann man nicht so lange spielen. Ja, allein schon, weil das einfach ich sag mal, ein hirnlastiges Spiel ist. Es ist ein nervenzerfetzendes Spiel. Du bist eigentlich die ganze Zeit, musst du dich konzentrieren. Einfach weil deine Aktionen großteils auch als Supporter manchmal Teamfights entscheiden können. Jede bestimmte Aktion, zum Beispiel jetzt Roshan angreifen und so weiter, kann totaler Fehlschlag werden, weil das Ganze ausgenutzt wird. Mhm. Oder auch ein falscher Teamfight zur falschen Zeit kann auch einfach mal die Niederlage bedeuten. Von daher muss man sich jedes Mal konzentrieren, muss immer aufpassen, was denn gerade los ist, muss ständig die Karte im Überblick haben, und ich finde, auf Dauer ist es natürlich dann auch sehr sehr anstrengend. Das stimmt, aber das kann man so gesehen auch als Training ansehen. Ja, aber auch wenn er, was weiß ich, 7 Stunden lang Fußball trainierst, kannst du irgendwann einen Bandscheibenvorfall kriegen. Manchmal ist ein bisschen zu viel Training auch schlecht. Dann kriegst du einen Tumor oder was? Ja, wer weiß. Wer weiß. Oder du kriegst deine rechte Hand kriegt Blasen oder so. Na, dazu will ich nicht sagen. Oh Gott. Das kann alles doch passieren. Kommt alles von MOBAs, ja, ja. Ja, ja, genau, das kommt alles von MOBA-Spielen. Alles eine Sache des Trainings. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, wir waren gerade noch bei der Prädestination. Genau, und gerade noch war im letzten Teil. Genau. Vor 2 Tagen. Damals, erinnert ihr euch noch? Damals, letzten Montag, vor 2 Tagen. Jetzt bräuchten wir so eine Rückblendenmusik. Die hast du aber nicht, ne? In deinen Effekten. Nein, leider. Schade. Hafenmusik, das ist immer Rückblende. Genau, die wichtigen Sachen hast du wieder nicht. Schade. Dann machen wir hier keine Rückblende. Bunpop. Bunpop. So, also, wir kennen das ja. Mephisto zum Beispiel spielt ja ganz gerne Carries, beziehungsweise besonders die Late-Game-Carries. Ja, und jawohl, ja. Warum genau machst du das? Warum spielst du so gerne Late-Game-Carries? Weil man das Spiel dann noch am Ende entscheiden kann. Weil als Supporter ist man dann stellenweise abhängig von den Carries. Als Supporter bist du eigentlich immer von den Carries abhängig, ja. Und ich habe halt immer schlechte Erfahrungen in der letzten Zeit gehabt. Da habe ich gedacht, nö, jetzt nimmst du mal das Heft in die Hand. Und
Was macht man auf das Spiel? Aber warum eigentlich Late Game Carries? Du könntest doch auch einen nehmen, der in der Mitte wirklich gut ist. Ja, das ist nicht so das Problem. Höre ich da einen Funken Kritik? Ein wenig, aber das liegt daran, dass er nie pusht. Aha, ich pushe! Ich habe gepusht in der letzten Zeit. Das kann ja jeder selber sehen, indem er sich die letzten Dota-Debakels anschaut. Wer von uns beiden recht hat. Jedenfalls, warum... Ist der Debakel wirklich Debakels? Debakeleien, was weiß ich. Ach so, okay. Das ist eine gute Frage. Die Debakel wahrscheinlich. Ja, glaube ich auch. Debakeleien klingt aber besser. Nö, es mir gefällt einfach... Ich bin für Debakeleien. ...zu farmen, Last Hits machen und dann Damage rauskloppen, bis zu geht nicht mehr. Also ich mache natürlich. Aber wäre da nicht eigentlich so ein, zum Beispiel ein Ursa richtig gut oder ein Bristleback, die ja von Anfang an richtig Damage rauskloppen können und ja, total tankig sind? Ist der ja. Ja. Und Mephisto will ja am Ende alles rumreißen. Wenn du Ursa kriegst. Sind wir zu, sagen wir mal, zu langweilig. Da muss man ja nicht viel klicken. Das musst du aber bei Medusa und Phantom Assassin auch nicht. Ja doch, also da muss man, also hören wir mal jetzt. Natürlich. Mephisto kann sich, muss sich darauf verlassen, dass wir irgendwie das Early Game irgendwie überleben. Und am Ende kann er als strahlender Held mit seinem Late Game Carry, kann er da alles rumreißen. Er möchte wieder also den, also wir können also davon sagen, als Late Game Carry möchtest du lieber den Ruhm für dich alleine ernten. Du sagst ja. Okay. Möchtest Hide. Du also, etwas kompensieren? Nein! Hide. Ich weiß, wo du wohnst. Oh Gott, er hat recht. Nee, was will ich jetzt sagen? Also ich spiele auch gerne mal jetzt Clockwork oder Timber Souls und was. Also, Solo Hardlaner quasi. Genau, Bounty und sowas, das macht auch Spaß. Also so zur Erklärung kurz für die Leute, die damit eben noch nicht so bewandert sind. Solo-Hardlaner sind normalerweise diejenigen, die alleine eine einzige Lane verteidigen, meistens gegen ein bis drei andere Helden, die halt eine Menge aushalten müssen, aber dafür auch jede Menge Gold und Farm bekommen. Genau. Das kann man so einordnen. Du spielst gern die Leute, die unabhängig sind. Einfach weil du von den anderen so oft enttäuscht wurdest. Dass du lieber unabhängig aber bist. Aber nicht von... Naja, also du bist besonders im Early und Midgame bist du noch sehr von den Supportern abhängig. Hab ich ja gesagt. Also nicht von euch natürlich. Bei euch bin ich stolz wie Hermann. So. Oh, dankeschön. So, Hide, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich spiele gern Supporter, weil ich es geil finde, angeschrien zu werden. Ah, das ist dein Fetisch. Okay. Das ist toll, der Mobile Spiel. Das kann ich dir. Okay. Der Bimbo. Das erklärt auch deine letzte Freundin. Okay. Ja, genau. Okay. Nee, jetzt im Ernst. Ich bin jetzt eher. Ich spiele das ja jetzt erst ein halbes Jahr. Deshalb mache ich eher Supporter, weil Carry. Ist hier eine zu große Verantwortung gerade. Ja, ja. Und ich find's schon irgendwie cool. Also bei dir ist es dann auch eher so, du gibst lieber die Verantwortung für das Spiel ab an jemand anderen. Damit du quasi nicht schuld bist, oder? Nee, also ich helfe gern Leuten und ich zum Beispiel als Kottel einfach allen Deppen Mana zu geben, das ist einfach cool. Und ja, gut, Carry traue ich mir ehrlich gesagt noch nicht so wirklich zu. Außer Weaver, den fand ich immer ganz cool. Aber sonst mach ich lieber Support einfach, weil ich jetzt weiß, wie das geht und ja, da kann man nicht viel falsch machen. Und weil mir halt aber nervt dich nicht auf Dauer auch das immer auch. Das ganze Warden und kaufen einen Kurier, upgrade einen Kurier, warum bist du von der Lane weg, kannst du nicht mal Warden und so weiter? Geht dir das nicht auf Dauer ein bisschen auf den Sack? Das ist ja so gesehen dein Job. Also kannst jetzt auch nicht sagen, wenn du zur Arbeit gehst, kannst mal das machen. Oh, nö, ich will lieber Fußball spielen. Nee, doch, das kannst du schon sagen. Also. Das kannst du sagen, aber dann bist du gefeuert.
Ja. Und dann kannst du Fußball spielen. Dann kannst du Fußball spielen. Ey, also das, man hat ja so gesehen als Supporter eine gewisse Verantwortung. Man hält nicht viel aus, aber man verschafft den Carries gute Chancen, so mit Watson Überblick zu verschaffen und einfach das Early Game so ein bisschen hinzukriegen, dass die ihren Farm kriegen. Und wenn man es bis ins Late Game schafft, hey, dann hast du als Supporter schon einen super Job gemacht. Da muss nur noch der Carry alles machen. Und was für eine Art von Support spielst du ganz gerne? Also es gibt ja die fünfte Position, die vierte Position. Ich finde Initiator richtig genial. Also so Tide Hunter, Earthshaker. Wo du dann quasi bestimmst, wo denn der Teamfight anfängt. Du haust die kaputt. Nee, so ist das ja nicht. Ich spring rein, entweder jetzt mit einem Echo Slam oder mit einem Ravage. Einfach, dass ich sagen kann, so, jetzt ist eine gute Situation, jetzt macht ihr mal. Ich habe euch eine gute Gelegenheit verschafft. Dafür sind Initiator ja da. Und also die ganzen Disables und Stunts, das sind halt mein Ding. Das finde ich einfach toll, wenn man Leute so für andere Leute so vorgefertigt auf ein Silbertablett hinlegen kann und die müssen die einfach nur wegsnacken. Ja, das stimmt, das ist schon ganz cool. Ja, ich glaube, dann bin ich wohl dran, ne? Ja. Also ich spiele ja ganz gerne ebenfalls den Support, besonders im Bereich Heilung. Und zum Teil auch ganz gerne Jungler. Also, ja, wobei, da kommt es auch auf den Jungler an, aber die meisten Jungler spiele ich eigentlich richtig gerne. Lifestealer. Lifestealer ist schon ganz okay, aber ich mag zum Beispiel Enigma, finde ich zum Beispiel sehr super. Okay. Den man übrigens immer im Jungle spielen sollte und nicht auf der Lane. Ja. Das nochmal. Zwei Jungler, beide auf einer Lane. Ja, wir hatten letztens ein Spiel, wo beide Jungler auf der Lane waren und damit den Carries eigentlich die XP und das Gold geklaut haben. Und der Jungle war frei. Das nicht mitspielen. Ja, das war echt so mies. Also Jungler mag ich besonders gerne, das finde ich super. Du hast einfach mal... Ja, da hast du tatsächlich so deine eigene Einteilung. Du kannst die Creeps-Camps nehmen, wann du willst. Du wirst nicht die ganze Zeit genervt von irgendwelchen Leuten. Du hast so gesehen dein eigenes kleines Reich. Ich habe meinen eigenen kleinen Arbeitsbereich, genau. Ich bin selbstständig in dem Sinne. Und ich komme dann, wenn es mir passt, komme ich auf die Lane, komm dann, mach nochmal einen Kill oder helfe bei einem Kill und dann gehe ich wieder zurück und dann pushe ich irgendwann und dann haue ich alles kaputt. Das finde ich ist ein guter Jungler. Es gibt ja auch Jungler, die sagen, ich komme hier nicht mehr raus. Ja. Ich bin hier im Jungle, hier fühle ich mich wohl. Aber das kommt auch aufs Team an. Also wenn du da totale Idioten hast, die ihre Lane sowieso verloren hast, dann kann ich auch im Jungle bleiben. Ja. Ja, und wie gesagt, Supporter spiele ich ganz gerne, aber an vierter Position. Das heißt, das sind die Supports, die mehr Geld brauchen für ihre Items. Das wäre zum Beispiel Omni Knight oder Trent zum Beispiel. Das sind dann diejenigen, die halt normalerweise nicht warden. Das tut dann meistens der Fünfte. Mhm. Sondern ich bin dann meistens dann eher dafür zuständig, dass die Leute halt nicht sterben und so wenig Schaden wie möglich bekommen. Das finde ich immer ganz super. Ja, man kann, wenn alles schief läuft, kann man den Carries die Schuld geben. Das finde ich immer super. Wenn dann Teamfight super läuft, dann war es meistens wegen der eigenen Ulti. Das ist dann immer noch so ein schöner Mittelweg. Normalerweise kriegen die Carries den Ruhm, aber man weiß selber, ja, man hat aber selber einiges gut gemacht, von daher schön. Hm. Das sind so die beiden Rollen, die ich gerne spiele. Mitte spiele ich ja nicht so gerne, aber in letzter Zeit werde ich irgendwie immer dazu gedrängt. Auch Mitte finde ich eigentlich ab und zu ganz cool, wenn man den richtigen Helden hat. Ja, ich finde das irgendwie so ein bisschen nervig. Ich finde es zwar ganz gut, weil du dann immer recht schnell Level hast und irgendwo ganken gehen kannst. Das hat ja mit Zeus zum Beispiel letztens auch gut geklappt. Aber, oh, nee.
Das finde ich nervig. Da habe ich lieber den Jungle für mich. Kann mich da zurückziehen. Ja, ich... springe ein bisschen mit Enchantress durch den Wald. Spoink! Spoink! Ich spiele auch am liebsten auf der Lane mit einem von euch, weil eigentlich, ob ich jetzt mit Mephisto oder mit dir, Snorri, auf einer Lane bin... Normalerweise klappt es. Haben wir das immer gerockt. Ja, also die Laning-Phase kriegen wir eigentlich immer hin. Egal welchen Support wir haben und welchen Carry. Aber ab dem Mid-Game kommt es dann halt immer drauf an, wie die anderen Lanes abgeschnitten haben. Hm. Aber ich muss sagen, bei uns war es dann oft so, dass der Gegner ziemlich oft harassed wurde und der eigene eigentlich recht viel Farm bekommen hat. Das fand ich immer ganz gut. Also Early Game sind wir echt super. Danach sind wir halt zu sehr auf den Rest des Teams angewiesen. Wir drei machen alles super, nur am Anfang feeden unsere Teamkamera. Ja. Und dann geht alles im Bach runter. Genau so ist das. Also wer das hört, wir brauchen noch zwei kompetente Spieler. Unsere, ihre Bewerbung bitte an Potato Club at... Nee. At Nee. Nee ist das, übrigens die... Das schreibt sich N-E-E. Ach so, okay. Ich wollte gerade überlegen, für welches Land das denn steht, .ne, aber N-E-E, Neu-Estland ist das. N-E-E-D-E. Okay. Also da passende dazu, ne? Nein! Okay, also keine Bewerbung bitte an potatoclub@nee.de. Sondern in die Kommentare. Ja. Okay, dann haben wir das ja auch nochmal gerettet. Nein. Ja, wo waren wir jetzt? Genau, wir waren jetzt gerade bei der Prädestinierung. Wie seht ihr das normalerweise? Ärgert ihr euch normalerweise, wenn ihr ein Spiel verloren habt? Oder ist euch das egal? Oder nehmt ihr euch wirklich nochmal die Zeit, um... das Spiel nochmal anzusehen, um zu sehen, wo welche Fehler gemacht wurden, um damit hinterher mit mehr Erfahrung und mehr Erkenntnissen ins nächste Spiel gehen zu können. Oh Gott, wer macht denn sowas? Ich habe das tatsächlich ein, zwei Mal gemacht, also nach wirklichen Teamspielen. Nicht bei irgendwelchen Pubgames, sondern wirklich, wenn du mit dem Team gespielt hast. Du wolltest vorhin was sagen. Sogar bei Spielen, die wir gewonnen haben. Es gibt ja, also man ärgert sich ja immer, wenn man verloren hat. Das ist ja normal. Es gibt aber, hat schon Lidl schon ein paar Spiele, und Snorri auch, dass manche Spiele trotzdem verloren gegangen sind, aber wir hinterher gesagt haben, es war trotzdem ein gutes Spiel. Das waren meistens aber die Spiele, die dann wirklich ins Ultra-Late-Game gezogen wurden, wo wirklich alles offen war, wo man wirklich dachte, jetzt könnte jeder noch gewinnen. Ja, eben, das geht im Late-Game dann hin und her und her und hin. Und das ist halt so eine Spannung, die sich aufbaut. Und das ist wirklich Dota. Der Rest, den man hier irgendwie hat, nach halbe Stunde fertig, weil irgendwelche Leute... das Spiel verlassen. Ja, ich erinnere mich noch. Wir hatten einmal, zweimal so ein Spiel in letzter Zeit, wo ich dann gesagt habe, egal ob wir das Spiel jetzt noch gewinnen oder verlieren, ich fand das Spiel auf jeden Fall super. Eben. Das weiß ich noch, das habe ich irgendwann so mittendrin auch noch gesagt, weil das einfach so genial war. Ja, es gibt eben Spiele, da verlierst du, sagst aber trotzdem, das war ein echt gutes Spiel. Aber es gibt eben auch Spiele, da gewinnst du und sagtest, was war das denn? Ja. Das war nicht wirklich Dota, was du hier gespielt hast. Ja, da könnte man ja nochmal das Spiel von gestern erzählen. Das hatten Mephisto und ich gespielt. Jede war ja dann schon schlafen gegangen. Ja, echt? Ja, und da war es so, Mephisto hatte Clockwork gespielt, ich hatte den Shadow Demon. Wir hatten... also so zur Erklärung, Clockwork war ein Solo-Offlaner, Shadow Demon ist ein typischer Supporter eigentlich. Und wir hatten es eigentlich so, wir haben die Teamfights normalerweise immer gerockt, wir haben die immer gewonnen, wurden aber die Lanes wurden so eingepusht, unsere Baracken wurden genommen. Wir saßen dann dahinterher alleine in unserem Ancient, hatten keine Baracken mehr, die Baracken sind eben...
die Teile, wo dann eben auch die Creeps rauskommen. Und komischerweise ist es so, wenn deine Baracken kaputt gehen, werden die Creeps der Gegner stärker. Und da war es dann eben so, wir hatten echt wenig Chancen, haben dann aber noch einen Teamfight gewonnen, wo alle Gegner gestorben sind und sind dann nochmal durch die Mitte durchgepusht. Da haben sich alle nochmal zurückgekauft von den Gegnern, wurden nochmal niedergemäht, wenn unten der Nature's Prophet gegen unsere Ancients gekämpft hat. Das Ancient ist eben dieses wichtige Gebäude, das nicht zerstört werden darf. Ansonsten ist das Spiel zu Ende. Und da hat unser Kottel, das ist einer der kleinen Supporter, hat es tatsächlich geschafft, den nochmal aufzuhalten, während unser Ancient da fast kaputt gehauen wurde. Und oben haben wir es dann tatsächlich geschafft, durch die Mitte durchzupushen und deren Ancient noch kurz davor zu zerstören. Das war echt ein nervenzerfetzendes Game, das wir fast verloren hätten. Und das war so genial. Da muss ich echt sagen, das bleibt echt im Kopf. Also... sowas gibt es echt selten. Also ich hatte einmal mit Spirit Breaker, das weiß ich noch, da hatte ich eine richtig gute Sache. Spirit Breaker war ja dieser Charger, den kennt ja der meiste wahrscheinlich. So, jetzt setzt der Engelschor ein, Moment. Okay. So, Spirit Breaker, wir hatten einen Stand von etwa 30 zu 60. 30 Punkte für uns, 60 für die. Wir haben also fast jeden Teamfight verloren, haben es aber tatsächlich geschafft, die unteren Baracken zu zerstören, das weiß ich noch. Mhm. Und da sind gerade die Creeps auch durchgecharged, während die anderen sich alle für den Teamfight in der Mitte bereit gemacht hatten. Und ich habe es tatsächlich geschafft, mit meinem unten auf die gegnerischen Creeps zu chargen, bin durch die gegnerischen 5 Helden durchgecharged, die wurden alle kurz gestunt, haben es natürlich dann noch nicht geschafft, die waren noch viel zu weit weg. Und dann habe ich es tatsächlich geschafft, die Türme zu zerstören und das Engine kaputt zu machen, während die oben ihren Teamfight hatten. Wir hätten das Spiel ansonsten total verloren, aber das war wieder auch so ein Spiel, das irgendwann so im Kopf bleibt. Das ist jetzt bestimmt über ein Jahr her, das Spiel, aber ich erinnere mich trotzdem immer noch daran. Einfach, weil das so ein epischer Moment ist, den du einfach nicht vergisst. Und ich finde, das ist auch wieder eine Sache, die das Spiel irgendwo ausmacht. Einfach diese Momente. Ja, das ist lustig. Klingt ja auch so. Das ist sehr lustig. Ich glaube, jeder hat so seine persönlichen Momente, wo er dann so gemerkt hat, das war jetzt ein richtig episches Spiel. Und ich glaube, das sind dann auch immer so diese Spiele, an die man sich gerne noch erinnert. Jedes zweite Earthshaker-Spiel einfach in die Mitte rein droppen und dann Ulti, bam. Also das gestrige war, nee, das heutige war ja heute früh. Oh. War episch, war cool, aber das geilste Spiel, was immer noch Erinnerung war mit Hida, wo er hatte Necro und ich hatte Timbersaw. Die Kraft der Doppelherzen. Genau. Das war ein haben wir noch in unserem Archiv, könnt ihr auch nachgucken. Genau. Vielleicht bauen wir einen Link ein, vielleicht auch nicht, vielleicht müsst ihr selbst suchen. Ja, das ist schön. Finde das Video, wir nennen es dann Where's Waldo. Ja. Ich Wo meine, haben wir das nicht eigentlich schon hochgeladen? Kraft der Doppelherzen? Das ist schon lange oben. Ja, dann sollte es unter den Dota-Debakeln sein, nehme ich an. Oder? Nee. Oh, ich glaube, das war eine Dota-Analyse. Ja, okay. Man wird es auf jeden Fall auf dem Kanal finden. Es ist nämlich schon hochgeladen. Genau. Ja, das ist also so euer Lieblingsmoment gewesen. Wobei, Hide, du hattest deins ja noch gar nicht genannt. Ich, wie gesagt, jedes zweite Earthshaker-Spiel. Aber du hast doch bestimmt irgendwo ein riesig gutes Spiel, woran du dich noch erinnerst. Ich sag ja, jedes zweite Earthshaker-Spiel läuft episch für mich. Weil ich mich einfach mit dem Aghanim Scepter und Blinkdagger einfach reinhauen kann. Meinen Echo Slam drauf und dann sind 4 von 5 Leuten tot. Und geil. Die sind tot und sonst, geil. Sonst fand ich auch einen schönen Moment, war jetzt ein Fail von mir, da hatte ich mit dem Mephisto zusammengespielt, Spirit Breaker.
hatte ich da. Mhm. Wollte da in die Mitte auf den Gegner zuchargen, bin dabei aber zu Roshan in die in den Pit reingekommen und da hat er mich mit einem Schlag dann weggehauen. Und natürlich Mephistos Fail mit Mirana Arrow. Das war cool. Wo ich den mit Bane eingefangen habe, dass er schön auf einer Stelle stehen bleibt. Und Mephisto haut den Pfeil daneben. Oh ja, da hat er sicher auch einiges geleistet. Ich fand das immer so super mit dem. Ich fand das immer so super mit dem Jungle. Mephisto wurde von einer neutralen Einheit getötet. Die zweite. Irgendwann brauchen wir dafür eine Compilation. Nein, brauchen wir nicht. Also bei Heroes of the Storm hatte ich auch schon geile Momente. Es war auch schon, stellenweise war schon eine coole Szene dabei. Also bei Heroes of the Storm habe ich nur in Erinnerung, wie du einfach durch die Büsche gesprungen bist. Das war cool. Ach ja, stimmt. Kannst ja mit dem einen abhauen, ja. Hier, die Skillung ist cool. Da kann man schon was machen. Was ist eigentlich jetzt mal so für die Dota-Kenner? Was ist eigentlich so euer Lieblingsheld? Schreibt es in die Kommentare. Fängst du damit jetzt an? Nein, ich habe eigentlich euch gemeint. Ach so, einen? Ja, die anderen können ja damit nichts anfangen, deswegen für Dota-Kenner jetzt. Euer Lieblingsheld, wenn du nur einen aussuchen darfst. Oh. Das ist schwierig. Na, da muss ich jetzt aber überlegen. Ich tippe mal Earthshaker. In Poker, ne? Ja. Ja, kann man, keine Ahnung, schwer zu sagen. Puh. Mach du erstmal Snorri, in der Zeit kann ich vielleicht mal überlegen. Da, die 3 Sekunden, die das dauert. Ich habe natürlich auch einige Helden, aber mein absoluter Liebling ist natürlich auch Omni-Knight. Ein sehr unterschätzter Held, der einfach der beste Supporter aller Zeiten ist, wenn der richtig gespielt wird. Mit Repel und Heilung und Ulti kann der alles kaputt machen. Mhm. Und man sollte ihn niemals als Carry spielen. Besonders nicht betrunken. Das hat mich fürs Leben gezeichnet. Das hat mich echt... Ja, erstmal klaut er mir den Omni-Knight als Helden. Und dann spielt er den betrunken als Carry. Der hatte so aufs Maul gekriegt. Ich hätte damit das ganze Spiel gerettet, aber okay. Ja. Hätte, Fahrradkette. Ja. So, Mephisto. Scheiße. Also wenn ich jetzt wirklich ein aus, dann ist Medusa. Okay. Die Schlange. Hätte jetzt gedacht, anfangs hast du immer sehr gern den Void gespielt. Ich hatte jetzt auf Anti-Match getippt. Ja, nee, Medusa mit ihrem Ulti, da kann die schon ganz schön Teamfights so oben. Ja, also, das stimmt. Da kann die schon... Ja, das ist so mein... Ja, okay. Also Earthshaker, Omni-Knight, Medusa, da kann man doch ein Team draus machen. Theoretisch. Theoretisch, ja. Aber du kannst auch so gut wie jedem der Helden ein Team machen. Das ist ja das Schöne, dass du so viele Helden hast, die du alle kombinieren kannst. Und aus allen kannst du eine gute Kombi raushauen. Ja, zum Beispiel Faceless Void, Anti-Mage und Medusa. Das war eklig. Jein. Für die Gegner. Das wäre mir zu Late-Game orientiert. Wobei Faceless Void ist im Mid-Game schon okay. Wenn man es richtig macht, Wenn man es richtig macht, ja. Aber ja, wenn du so aus jedem der vernünftigen Sachen da was rausnimmst, passt eigentlich immer was gut zusammen. Meine Lieblingsstrategie ist aber immer noch You Can't Run From Hell. Der Finger. Nein, die Fingermethode mit Lion ist immer noch was Besseres, aber die You Can't Run From Hell Methode ist ja die, wo du alle Global Ultis hast. Und du machst einfach alle Gegner so nieder. Besonders mit Aga und Refresher. Oh Gott. Ich habe die jetzt, ich glaube, 10-mal oder so gespielt und 9-mal davon gewonnen. Das war super. Aber... wenn die Gegner einmal ein BKB haben oder einen Hut, dann die müssen, das auch.
durch deinen Refresher ist das, bist du ja eigentlich, nachdem deren BKB abgelaufen ist, sind die wieder freiwillig. Weil das dauert bei denen, dass sie wieder drin sind. Ja, aber bis du einen Refresher hast, da werden die schon so stark sein, dass die... Da ist das BKB aber mittlerweile auf 5 Sekunden oder so runter. Ja, ja. Dann warten die anderen halt die 5 Sekunden und zünden dann ihre Ultis. Wait for it. Ulti! Das ist einfach so super. Und du hast ja manchmal auch Sachen, die durchs BKB durchgehen. Ja, das ist jetzt Dota-spezifisch, aber wir sind ja hier bei MOBA. Ja. Hat man sonst noch Erfahrungen sammeln können bei anderen MOBAs? Oder was war eure erste Erfahrung bei MOBAs? Bei MOBAs? Meine MOBA-Erfahrung ist tatsächlich mit Dota angefangen. Okay. Also vorher hat mich MOBA so gar nicht interessiert. Und dann bin ich tatsächlich irgendwann durch den Martin Lee da drauf gekommen. Das ist aber jetzt schon Jahre her. Ach, der Martin Lee, der Herr von German Dota. Der Herr von German Dota, genau. Bevor der German Dota überhaupt gemacht hat, hat er ja damals auf GameTube mit diesem Dota angefangen. Und da habe ich es schon gemerkt, habe es dann irgendwann mal gespielt. Dann so gedacht, ja, so schlecht ist es jetzt nicht. Und ich glaube, danach habe ich dann mal... Ihn natürlich kennengelernt. Genau, dadurch kennen sich überhaupt Mephisto und ich. Seitdem... Am 28. April 2013. Ah, okay, ich habe es vergessen. Ja. Und dann haben wir ja am 2. Februar diesen Kanal aufgemacht. Ja. Also da ist schon ein bisschen Zeit zwischengegangen. Am 28. Februar ist unser erstes Video. Da sieht man mal... Wir haben halt einjähriges, Jungs. Ja, aber echt, jetzt müssen wir so langsam mal... Vielleicht können wir ja das Einjährige mit 100 Abonnenten feiern. Ja, es könnte, könnte knapp. Ja, wäre cool. Knapp. Gucken Schenkt wir mal. Uns 10 Abonnenten zum Geburtstag. Genau. Scheißt auf die Torte, wir wollen Abonnenten. Ja, ja. Na, so sind wir ja eigentlich nicht drauf, sonst hätten wir mehr. Ich bin sehr zufrieden. Ich auch. Wie ich ja immer so schön sag, lieber so eine kleine, aktive und, ich sag mal, gemütliche Community als eine große, voller Trolle. So, aber jetzt würde ich auch so langsam diesen Podcast auch beenden. Moment, einen Punkt hätte ich dann noch. Ja, wenn, okay. Wenn du nicht dazu kommst. Was möchtet ihr an MOBAs verbessern? Was ist verbesserungswürdig? Eine andere Map. Bei mir war es dann... Ja, ich finde, dafür hat man ja jetzt auch mittlerweile auch schon die Custom... Also Dota hat mittlerweile Custom Games, wo du jede Menge verschiedene Sachen noch mit reintun kannst. Unter anderem auch andere Maps. Mhm. Von daher okay, aber ich persönlich würde tatsächlich lieber die Community geändert haben. Geht weg! Ja, ich allein schon hier. Ich möchte zum Beispiel eine Sperrung für russische Spieler auf europäischen Servern. Auf westeuropäischen Servern. Die kommen irgendwie immer durch den Filter durch. Die drücken wahrscheinlich einfach auf westeuropäische Server. Ich glaube, die sind aber auch überall. Das ist genauso wie französische Spieler bei LOL. Was, da sind's die Franzosen? Oh Gott. Da sind's, glaube ich, Franzosen und Russen, ja. Die arm. Und bei LOL sind's halt vor allem die russischen Spieler. Oder zumindest die Leute, die in kyrillischen Buchstaben schreiben. Das sind ja natürlich nicht nur Russen, das sind auch Ukrainer, das sind auch die anderen da hinten. Also du möchtest damit sagen, dein Rassismus willst du nicht nur auf die Russen beschränken? Ich möchte... jein! Ich möchte meinen Rassismus ausfächern. Ich möchte meinen Rassismus ausfächern, damit, dass es nicht mehr so rassistisch wirkt. Also anstatt ist das okay? Deinen Rassismus willst du nicht bündeln, sondern breit fächern. Das ist nett. Es ist ein so Streuschuss. Es ist ein Streuschuss. Okay. Ich möchte, dass Leute, die auf westeuropäischen Servern spielen, sich auch auf Englisch unterhalten können. Das ist nachvollziehbar. Okay, danke sehr. Bitte. Und dann möchte ich eine größere eine größere Unterscheidung zwischen Low und High Pool. Mhm.
Wird das nicht durch Matchmaking gemacht? Noch nicht detailliert genug. Okay. Das sind so gerade meine persönlichen spezifischen Wünsche. Ja. Was okay. Bei euch? Ich habe ja jetzt gerade für den Rassismus gesorgt, jetzt seid ihr dran. Eine andere Map hätte ich gern. Ach, jetzt doch. Na, hab ich doch gesagt. Na gut. Heroes of the Storm bin ich glücklich. Da haben sie sehr coole Maps. Muss man sagen, sehr gut gemacht. Bei Dota wünsche ich mir halt nochmal so eine kleine andere, ein bisschen was so. So, und jetzt nochmal was Persönliches von Hide. Was Persönliches? Ja. Liebe Damen und Herren. Ich bin erst ein halbes Jahr bei Dota dabei. Und schon habe ich noch nie. Ich habe noch nie ein Dota-Event miterleben können. Deshalb hoffe ich bald ein Dota-Event. Mit, was weiß ich, großem Spektakel. Vielleicht. Aber warst du nicht. Moment, warst du nicht bei Frostibus dabei? Nein, das war ich nicht. Auch nicht bei Halloween. Oh. Ich war nie auf einem Dota-Event. Und deshalb habe ich mir vorgenommen, in diesem Jahr 2015 irgendwie was Besonderes in Dota mitzuerleben. Große und deshalb, Pläne. Deshalb hoffe ich, ihr habt ein gutes Dota-Fest. Oder auch nicht, wenn ihr kein Dota spielt. Dann macht doch, was ihr wollt. Das passt so schön. Deswegen werde ich hier diesen Podcast beenden. Wiedersehen.